Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu Besonnenheit hat Bundespräsident von Weizsäcker mit Blick auf die Reformbewegung in der DDR und in den anderen Staaten des Ostblocks aufgerufen. Beim traditionellen Neujahrsempfang für die in Bonn akkreditierten Diplomaten sprach der Bundespräsident von einer großen geschichtlichen Chance. Um sie zu nutzen, müssten alle Beteiligten äußerste Disziplin im Denken und Handeln üben und stabilitätsorientiert zusammenarbeiten. Weizsäcker betonte, dass die deutsche Frage ein integrierender Bestandteil der europäischen Entwicklung sei. Das Ziel einer europäischen Friedensordnung, so fügte er hinzu, gebiete es, dass die Deutschen dabei weder vorpreschten noch ausgeklammert würden. Unter dem Eindruck der Bewunderung und der tiefen Dankbarkeit für die große geschichtliche Chance, die uns die Völker eröffnet haben, ist für uns eine Zeit der Bewährung gekommen. Wir müssen alle Kraft aufbringen, um ihrer würdig und ihr gewachsen zu sein. Die Veränderungen sind für uns Deutsche, die wir heute in zwei Staaten leben, von besonderem Gewicht. Unter dem Ansturm der Gefühle des Wiedersehens nach jahrzehntelanger, gegen jedes menschliche Empfinden erzwungener Trennung, gilt es jetzt, nach innen und außen verantwortungsbewusst mit der gewonnenen Freiheit umzugehen. Zuvor hatten Bundespräsident von Weizsäcker und Außenminister Genscher rund 120 der in Bonn akkreditierten Diplomaten begrüßt. Nur 4 Frauen waren dabei. Nach Beobachtungen der Reporter war die Begrüßung des Vertreters der DDR in Bonn, Neubauer, ganz besonders herzlich. Weizsäcker und Genscher wünschten Erfolg beim Reformprozess. Extrem kühl war der Händedruck für den Botschafter Rumäniens. Schon ein gewohntes Bild in der Bonner Redoute, die Botschafter aus der Dritten Welt, die überwiegend in der Tracht ihrer Heimatländer erschienen waren. Die weiteren Schritte in der Deutschlandpolitik bleiben in Bonn umstritten. Selbst innerhalb der Parteien gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das gilt sowohl für den bevorstehenden Besuch von DDR-Ministerpräsident Modrow als auch für die geplante Vertragsgemeinschaft zwischen beiden deutschen Staaten. Der SPD-Vorsitzende Vogel sprach sich heute gegen eine Ausladung von Hans Modrow aus, wie sie nicht nur von FDP-Chef Lambsdorff, sondern auch von eigenen Parteifreunden ins Gespräch gebracht worden war. Vogel selbst hat sich für kommenden Samstag mit dem DDR-Regierungschef in Ost-Berlin verabredet. In einem Interview des Saarländischen Rundfunks vertrat Vogel ebenso wie gestern die FDP-Spitze die Ansicht, dass eine deutsch-deutsche Vertragsgemeinschaft erst nach freien Wahlen in der DDR geschlossen werden sollte. Dagegen hat SPD-Präsidiumsmitglied Bahr keine Einwände gegen den Abschluss eines solchen Vertrages noch vor der geplanten Volkskammerwahl am 6. Mai. Allerdings müsse die Opposition in der Bundesrepublik und in der DDR in die Verhandlungen einbezogen werden. CDU-CSU-Fraktionschef Dregger plädierte nachdrücklich für weitere Verhandlungen mit der Regierung Modrow, die er wörtlich als die jetzt allein handlungsfähige politische Struktur in der DDR bezeichnete. Zugleich forderte er, die anstehenden Wahlen in der DDR durch die Vereinten Nationen oder durch Vertreter der KSZE-Staaten überwachen zu lassen. Auch auf gewerkschaftlicher Ebene sollen die deutsch-deutschen Kontakte vertieft werden. Der DGB-Vorsitzende Breit erklärte heute auf seiner Neujahrspressekonferenz in Düsseldorf, seine Organisation sei zu enger Zusammenarbeit mit der künftigen Spitze der DDR-Gewerkschaft bereit. Man muss auch, vielleicht nicht heute, aber doch zügig, über Vorstellungen einer gewerkschaftlichen Vertragsgemeinschaft beziehungsweise über föderale Strukturen und Verbindungen zwischen den Arbeitnehmerorganisationen in beiden Teilen Deutschlands nachdenken. Nicht zuletzt deshalb, weil es aller Voraussicht nach Unternehmen aus der Bundesrepublik sein werden, die eine zentrale Rolle bei der ökonomischen Umgestaltung in der DDR spielen werden. Heute müssen wir unsere Verantwortung in Deutschland wahrnehmen, indem wir mit unseren Mitteln den Demokratisierungsprozess in der DDR unterstützen. Dazu gehören freie Gewerkschaften, die gestaltungs- und durchsetzungsfähig sind und verhindern, dass die DDR das neue Billiglohnland Europas wird. Nach den gestrigen Protestkundgebungen in der DDR
sind heute neue Demonstrationen angekündigt worden. Für den 20. Januar hat eine Gruppe von 18 Ostberliner Organisationen und Betrieben zu einer Demonstration für freie Gewerkschaften aufgerufen. Dazu sollen sowohl der Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse Fink als auch der Westberliner DGB-Vorsitzende Pagel als Redner eingeladen werden. Bereits am kommenden Donnerstagabend will das Wahlbündnis der Opposition in der DDR mit der Bildung einer Menschenkette rund um das Gebäude der Volkskammer in Ostberlin gegen die Machtposition der SED protestieren. Der langjährige DDR-Umweltminister Reichelt ist heute zurückgetreten. Der 65-Jährige nannte für seinen Schritt Altersgründe. Auch sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Bauernpartei will Reichelt abgeben. Der frühere DDR-Staatssekretär Schalk Golodkowski ist heute in West-Berlin aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ost-Berlin hatte die Auslieferung des ehemaligen Devisenbeschaffers beantragt, doch dafür sieht der Generalstaatsanwalt beim West-Berliner Kammergericht Schulz keinen Grund. Nach den hiesigen Gesetzen, so erklärte Schulz, gäbe es keine zureichenden Anhaltspunkte für ein strafrechtliches Einschreiten. Die DDR reagierte mit Befremden auf die Entscheidung, weil damit zunächst verhindert werde, dass der schwerer Verbrechen beschuldigte Schalk Golodkowski zur Verantwortung gezogen werden könne. Der japanische Ministerpräsident Kai Fu hat während seines Besuches in Bonn und Berlin umfangreiche Unterstützung für den Reformprozess in den Ländern Osteuropas zugesagt. Die offizielle Begrüßung im Bonner Kanzleramt war heute Auftakt einer 10-tägigen Europareise des japanischen Ministerpräsidenten Toshiki Kaifu. Der erst letzten Herbst ins Amt gekommene Premier betonte, dass Japan nun auch sein politisches Gewicht in der Welt der wirtschaftlichen Stellung des Exportgiganten angleichen will. Das zweistündige Gespräch beim Kanzler drehte sich vor allem um die politischen Veränderungen in Osteuropa und Japans Bereitschaft, die Reformprozesse dort auch wirtschaftlich zu unterstützen. Am Nachmittag Blitzabstecher nach Berlin zum Brandenburger Tor und Gang entlang der Mauer, die Kai Fu schon als Vorsitzender der japanisch-deutschen Parlamentariergruppe kurz nach ihrem Bau gesehen hatte. Für Berlin, die Nahtstelle zwischen Ost und West, hatte sich der japanische Premier auch seine außenpolitische Grundsatzrede aufgespart. Im Deutsch-Japanischen Kulturinstitut, der ehemaligen Japan-Botschaft im Tiergarten, versprach er den osteuropäischen Reformstaaten Polen und Ungarn ein japanisches Hilfspaket von zusammen über 3 Milliarden D-Mark. Weitere Japan-Hilfe stellte er den osteuropäischen Staaten in Aussicht, die sich zur freien Marktwirtschaft bekennen. Japanisch-europäische oder auch deutsche Handelsprobleme wurden bei den politischen Gesprächen in Bonn nur am Rande behandelt. In wenigen Minuten beginnt hier beim Bundespräsidenten in der Villa Hammerschmidt ein Abendessen für den Gast aus Tokio. Letzter Programmpunkt am Rhein, ehe der japanische Premier in 4 weitere westeuropäische Hauptstädte sowie nach Polen und Ungarn weiterreist. Um konkrete Schritte zur grundlegenden Umgestaltung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe ging es am ersten Tag des RGW-Gipfels in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die 10 Mitgliedsländer einigten sich heute auf die Einsetzung einer Reformkommission. Sie soll bereits in wenigen Wochen Vorschläge unterbreiten, wie das östliche Wirtschaftsbündnis den Anschluss an den Weltmarkt finden kann. Es ist die erste Sitzung der Regierungschefs nach den revolutionären Veränderungen in Osteuropa. Vor allem Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei wollen grundlegende Reformen. Der tschechoslowakische Finanzminister Klaus hatte dies am deutlichsten formuliert. Aber auch die von Mazowiecki geführte polnische Regierung will die sowjetische Vorherrschaft im RGW beenden. Der Moskauer Regierungschef Ryzhkov zeigte sich konziliant. Er weiß, ohne Reformen geht es nicht weiter. Der neue rumänische Ministerpräsident Roman hat zwar andere Sorgen, will aber auch Reformen im RGW. Sein Land rechnet ja mit der Sowjetunion schon in Dollar ab, während die anderen immer noch Ärger mit der Rubelverrechnung haben. Wir haben doch alle Probleme mit dem Rubel, sagt uns der ungarische Ministerpräsident Nemeth. Ungarn hatte allein letztes Jahr über 800 Millionen Rubel Handelsüberschuss. 800 Millionen Rubel. Von diesem Geld kann sich aber das im Westen hochverschuldete Ungarn nichts kaufen oder gar seine Schulden bezahlen. Die 800 Millionen Rubel sind praktisch ein zinsfreier Kredit an die Sowjetunion. Die Preise für Handelsprodukte sollen an das Weltmarktniveau angepasst werden. Die Handelsüberschüsse in konvertierbarer Währung wahrscheinlich in US-Dollar ausgeglichen werden. Die Revolution im Osten Europas
hat nun auch die Institutionen erreicht, die bisher von der Sowjetunion zu ihrem eigenen Vorteil beherrscht wurden. In Rumänien ist heute ein neues Reisegesetz in Kraft getreten. Jeder Bürger kann jetzt einen Reisepass beantragen, der für alle Länder gültig ist und der innerhalb von 20 Tagen ausgestellt werden soll. Im Ausland lebende Rumänen können ohne Visum zurückkehren. Aus Bukarest ein Bericht von Peter Mirauschnikow. Erste Unterschriftensammlung gegen die kommunistische Partei. Wut und Empörung bei vielen Bukarestern, dass Rumäniens KP noch nicht offiziell aufgelöst, das riesige Parteivermögen nicht schon längst konfisziert wurde, der Bevölkerung zugutekommt. Ein Verbot wird gefordert, auch wenn sich Ceausescus Partei neu formieren oder umbenennen sollte. Große Freude über den ersehnten Pass. Der Traum, der für ihn heute schon wahr wurde, wird für jeden Rumänen nach 20 Tagen in Erfüllung gehen. Wer auswandern will, kann künftig 3 Monate nach Antragstellung mit Genehmigung rechnen. Noch gibt es offene Fragen bei den neuen Regelungen, ob und wie viel Devisen zugeteilt werden zum Beispiel. Bisher mussten die Reiseziele eingetragen, sogar die Grenzübergänge benannt werden. Er will die neue Reisefreiheit voll auskosten, nach Ägypten fahren, einmal im Leben die Pyramiden sehen. Im Ausland bleiben will er nicht. Sie will schon aus Dankbarkeit zunächst in die Nachbarländer fahren, die Rumänien nicht im Stich gelassen, jetzt so geholfen haben. Mit Kleider- und Lebensmittelspenden, mit Medikamenten und anderen Hilfsgütern. Unter Militäraufsicht hier in Bukarester Lagerhäusern geordnet und für die Verteilung vorbereitet. Krankenhäuser, Alten- und Kinderheime sollen zuerst bedacht, in den nächsten Stunden beliefert werden. Nach dem Chaos der ersten Tage kann jetzt gezielt gespendet werden. Nicht vergessen wird hier der Dank an die deutsche Bevölkerung. Trotz der Massenproteste bulgarischer Nationalisten will der neue Staats- und Parteichef Mladenov an der Entscheidung festhalten, der türkischen Minderheit ihre Kultur- und Religionsfreiheit zurückzugeben. Die unter dem Schifkow-Regime verfügte Zwangsbulgarisierung nannte Mladenov in einer Parteizeitung einen schweren Fehler. Der einzige Weg, ihn zu korrigieren und die Glaubwürdigkeit im Ausland wiederzugewinnen, sei die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Rechte aller Bürger. Seit heute wird versucht, den Nationalitätenkonflikt am runden Tisch zu lösen. Vertreter von 65 Organisationen nehmen an diesen Gesprächen teil. Die Entscheidung soll am 15. Januar im Parlament fallen. Auf der Suche nach Gefolgsleuten des gestürzten Machthabers von Panama Noriega haben die amerikanischen Truppen jetzt auch Kontrollen vor der Residenz des peruanischen Botschafters eingerichtet. Sie vermuten, dass dort 2 Vertraute Noriegas, der frühere Polizeichef Cordoba und der Kommandant seiner Leibgarde González, Unterschlupf gefunden haben. Perus Geschäftsträger in Panama-Stadt San Diego bestritt das und nannte die Kontrollen äußerst ungewöhnlich. Das Eindringen amerikanischer Soldaten in die Residenz des nicaraguanischen Botschafters im Dezember ist jetzt von der Organisation amerikanischer Staaten ohne Gegenstimmen verurteilt worden. In Cape Canaveral ist heute die amerikanische Raumfähre Columbia zu einem 10-tägigen Flug ins All gestartet. An Bord sind 5 Astronauten, unter ihnen 2 Frauen. Sie sollen einen Nachrichtensatelliten für die US-Marine aussetzen und mit dem an der Raumfähre montierten Greifarm einen Forschungssatelliten einfangen und ihn zur Erde zurückbringen. Das 11-Tonnen schwere Weltraumlabor, das 1984 für wissenschaftliche Langzeitexperimente in den Weltraum gebracht worden war, droht jetzt in der Erdatmosphäre zu verglühen. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 10. Januar. Das Satellitenbild zeigt über großen Teilen Deutschlands starke Bewölkung. Nur der Alpenraum und Hochlagen des Schwarzwaldes waren heute wolkenlos. Ein Wolkenband erstreckt sich von Schweden über die südliche Nordsee bis nach Südengland. Es gehört zu der Kaltfront eines Orkantiefs bei Island, die bis morgen nach Südosten abzieht. Gleichzeitig kommt ein Frontensystem vor den britischen Inseln ostwärts voran. Seine Warmfront beeinflusst morgen den Norden Deutschlands. Der Süden liegt weiterhin unter einer sich wenig ändernden Hochdruckbrücke. Die Vorhersage für morgen: überwiegend bedeckt oder neblig trüb und besonders im norddeutschen Tiefland zeitweise Sprühregen. Nur im Alpenraum und im Hochschwarzwald sonnig. Tiefsttemperaturen der kommenden Nacht: im Norden 0 bis plus 4, im Süden um minus 2, in Bayern in Aufklärungsgebieten bis minus 12 Grad.
Höchsttemperaturen morgen im Norden um 5, im Süden um 0, im Südosten Bayerns bei minus 6 Grad. Schwach windig. Im Norden mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag wenig Änderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Einschränkungen für Aussiedler, die RGW-Konferenz in Sofia und ein Beitrag zum Thema die Banken und die Zinsen.